dich. Wirklich immaterielle Dinge. Wertschätzung, Anerkennung, Freiräume, gerade bei den jüngeren Generationen, YZ und die Alpha-Generation, Selbstverwirklichung. Das motiviert Menschen, nicht nur Mitarbeiter oder Führungskräfte, sondern Menschen. Es gibt aber auch Faktoren, und ja, muss man dann denken, die Hygienefaktoren, wenn wir die nicht haben, wie gute Bezahlung, sicherer Arbeitsplatz, Laptop, Firmenhandy vielleicht, dann motiviert uns das nicht. Wir merken aber, wenn wir es nicht haben, und dann macht es unzufrieden, was wir nicht haben. Motivieren, weiche Faktoren.